Die Europäische Union ist für die Schweiz der wichtigste Handelspartner. Darum haben die Industrie- und Handelskammer Thurgau und St. Gallen-Appenzell Beziehungen zu der EU in zwei Workshops vertieft. Wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen und einmal mehr ist ganz wichtig, dass die Schweiz zu dem Markt mit 452 Millionen Menschen einen direkten Zugang hat. Warum ist die Schweiz angewiesen auf starkes Recht? Weil die Schweiz weder politisch noch militärisch noch wirtschaftlich in Form von der Grösse des eigenen Binnenmarkts, den wir haben, unsere rund 8 Millionen Konsumentinnen. In keinem von diesen Bereichen sind wir eine Weltmacht. Wir sind im Quervergleich ein Kleinstaat. Als Kleinstaat ist unserem besten Verbündeten tatsächlich das Recht. Warum? Weil wir über Recht gewisse Bereiche am Dschungel, am reinen Kräfteverhältnis entziehen und Erwartungssicherheit schaffen. Recht, auch wenn es manchmal ein bisschen zu viel gibt heute in der Verrechtlichung von unserem Lebensverhältnis, aber Recht ist für den Kleinstaat tatsächlich der beste Verbündete, den wir haben. Gut 52% von allen Schweizer Export gehen in die EU. Und wenn wir nur den Ostschweizer Anteil anschauen, sind es sogar 64%. Und ich denke, wenn wir den gewohnten Lebensstandard beibehalten und die Arbeitsplätze sichern in der Schweiz, dann sind wir auf stabile und langfristige Verträge oder Vertragsgrundlagen mit der Europäischen Union angewiesen. Ohne die bilateralen Verträge wäre der Marktzugang für Schweizer Firmen für den europäischen Binnenmarkt stark erschwert. Und die fehlende Planungs- und Rechtssicherheit würde zu massiven Wettbewerbsnachteilen für die Schweizer Wirtschaft führen. Die Schweiz braucht ein institutionelles Abkommen im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen geht es darum, die bestehenden Abkommen laufend zu erneuern und dort dann auch gewährt zu haben, dass die gegenseitigen Lösungen auch anerkannt werden. Und zum anderen ist es auch wichtig, dass die Schweiz eine Basis hat für neue, für künftige Abkommen, beispielsweise im Strom. Wir müssen jetzt schauen, dass man in dem institutionellen Abkommen die drei offenen Fragen noch klären kann, dann das ins Parlament bringen und dann hoffentlich auch erfolgreich durch eine Volksabstimmung. Wenn wir die sicheren Verträge mit der EU, unserem wichtigsten Handelspartner, jetzt nicht mehr können, automatisch weiterentwickeln, dann geben wir einen ganz wichtigen Garant aus unseren Händen für reibungslose, geregelte Handelsabläufe. Das ist aber die Grundlage von unserem Wohlstand. Und da möchte ich darauf pochen, dass wenn auch das Rahmenabkommen nicht an allen Orten so ganz scharf ist, auch wenn es nicht alles auf dem Wunschzettel erfüllt worden ist, wo drauf gestanden ist, dass man da nie vergessen. Dass es eben die Sicherheit ist für die Wahrung von unserem Wohlstand. Und darum finde ich es wichtig, wenn wir am Ball bleiben können, wenn wir unseren schweizerischen Pragmatismus und unsere Weitsicht behalten können. Und darum ein ganz klares Ja zum Rahmenabkommen. Die engen und ausgezeichneten Beziehungen zu unseren Nachbarländern Deutschland, Österreich und damit zu der Europäischen Union sind für die Schweiz, ja für die Ostschweiz, zentral. Die Vorstände von der IHK Thurgau und von der IHK St. Gallen-Appenzell haben sich intensiv mit denen auseinandergesetzt. Wir sind zum Schluss gekommen, das institutionelle Rahmenabkommen mit Präzisierungen bei der Unionsbürgerrichtlinie und den staatlichen Beihilfen zu befürworten.